Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part von Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind gerade bei mir Passivschrein. Ich klettere erstmal kurz hier hoch. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier nach links. Jetzt sehen wir schon einen Schrein. Und da werde ich, glaube ich, als letztes machen. Ich gucke erstmal, was hier noch so gibt. Wenn hier auch irgendwas Spannendes. Noch ein Gegner. Ich glaube, wir weiter Richtung dem Schrein. Und warum der versetzt ist, weil da gab es so eine riesige Wand, wo man halt hochklettern müsste. Und ich glaube, er schafft Link halt nicht. So viel Ausdauer hat er, glaube ich, nicht. Da vorne ist ein Lager. Freund oder Feind, werden wir gleich rausfinden. Ich glaube, es ist ein Moblin. Ja, es ist ein Moblin. Der schläft noch. 3.35 Uhr. Troll 2. Ich schieße mal das Nest da hinten ab. Weil dann sollten die Bienen die eigentlich angreifen. Wir surfen dann weg. Moblin. Den kann ich jetzt erledigen. Oh, daneben. Blutflügel noch eingesackt. Und getroffen. Das da. Der andere hat mich jetzt auch gesehen. Aber die Bienen kommen zur Hilfe. Ich kriege ein Boxschild. Popbogen brauche ich nicht, alles voll. Aber ich tausche ihn mal aus. Wenn meine ist schon kaputt ein bisschen. Stock tausche ich auch mal aus. Da ist dann noch der Honig. Ein Ausdauerhonig. Steigert die Ausdauer. Bisschen erkältet. Fällt mal ein paar Bäume. Finde eine Eiche. Füllt ein paar mehr Herzen auf, stand da. Was soll ich bei allen Gerichten so? Nur bei allen Zutaten. Noch ein Holz. Bin auch spannend, für wie viel das reicht. Diese eine Axt. Und wir finden einen Korkfächer. Wenn man Bäume fällt, entdeckt man bisweilen diese wundersamen Blätter. Zeugen einen Windstoß, wenn man sie, also wenn man die angreift, in Anführungszeichen, wenn man sie halt wirbelt. Nächster Baum. Noch ein Korkfächer. Da ist noch ein Pilz. Ein Ausdauerling. Da füllt auch Ausdauer auf. Ja, Baum wäre auch jetzt weg. Finden noch ein Ausdauerling. Und irgendeine Echse, die auch zu schnell war. Und eine Ausdauerschrecke finden wir. Die füllt auch Ausdauer auf. Das findet man hier aber des Öfteren. Nächster Baum. Holzbündel, ein Ausdauerling. Verdammt, die Axt zerbricht gleich. Wir kriegen nochmal drei Holzbündel, ein Highway-Pilz und jetzt ist sie kaputt. Jetzt gibt es hier aber nochmal eine andere. Halt, macht sie, glaube ich, da vorne. Der hat auch mit einer Axt. Nicht hochklettern. Finden ein Highway-Pilz und ein Ausdauerling. Noch ein Highway-Pilz. Und eine Fackel. Die kann anzünden. Kann man anzünden. Dann, ja, leuchtet die. Ein Topfdeckel. Kann man als Schild verwenden. Ist aber
nicht wirklich dazu geeignet. Ich glaube, ich koche 3 Schwertkäfer. Mit. Nee, nur 2. Nur 2. Und 3 Monsterzutaten. Was ergibt. Kraftmedizin Level 1. 5 Minuten 50. Klingt gut. Okay, man kann auch Rezepte überprüfen. Mache ich aber, glaube ich, jetzt noch nicht. So. Ich glaube, nehmen wir einen Kraftfächer. Machen wir uns auch da. Macht ein bisschen Windstoß. Auch so. Werf macht auch einen Windstoß. So, kann den werfen. Trotzdem zwei Ausdauerlinge. Finden eine Chili. Es kocht oder färben sie den Körper. Das ist eine neue Axt. Ist gut. So, alles ist ja kaputt gegangen. Flügel noch kurz kaputt gemacht. Eine Chili gefunden. Aber Tonplätze. Tonplätze sind voll. Heißt, das Kochblatt muss erstmal weg. Nosserling und Neusterfilm noch gefunden. Gucken wir ins Tagebuch. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur ohne Kraft wieder her, sondern wärmt auch. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne diese gemütlichen Winterabend durch die Berge. Leider habe ich das Rezept nicht aufgeschrieben. Zwei Zutaten waren Wild und Chili, das weiß ich noch. Es waren weder Pilz, noch Pflanzen, noch Geflügel. Was das wohl sein könnte? Da ich das Spiel schon angespielt hatte. Oder, ja, dass ich jetzt halt nachkommentiere, weiß ich halt, dass es ein Fisch ist. Dann haben wir jetzt ein Fisch, ein Geflügel. Ich glaube, noch einen zweiten Fisch. Und 2 Chilis. Das sollte eigentlich da klappen. Ja, ein scharfer Grillteller. Stellt 8 Herzen wieder her und gibt kalte Resistenz für 6,5 Minuten. Dann müssen wir den alten Mann noch finden. Der ja da vorne steht. Also nicht finden, sondern halt zu ihm gehen und ihn ansprechen. Vorhin noch ein Pipe finden. Und ein Apfel. 2 Äpfel. 2 Holzbündel und noch ein Apfel. Nochmal den brauchen. Eine Eiche. 2 Holzbündel. Jetzt spreche ich ihn an. Oh, so macht man sich wieder. Was machst du denn? Dieser Baum will gutes Brennholz abgeben. Aber ihn in die Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Du musst hier vor den Baum stellen und dann zuschlagen. Du kannst sie gerne behalten, meine Axt. Ich werde mich kurz ausruhen. Hinten noch Gegner. Und gleich, wenn er sich da hinten das Lagerfeuer gesetzt hat, wo wir gekocht haben, können wir ihn dann nochmal ansprechen. Können wir ihn dann halt von auf den Goldteiler erzählen. Ich werde jetzt glaube ich mit Preisschwert kämpfen. Hoffentlich nicht runterfallen. Ah, gefährlich. Ich glaube so klappt's. Ja. Oder ich probiere mit dem Bogen nicht abzuschießen. Klappt. Ich muss mal
Keine Einheit. Ja. So macht man das, würde ich sagen. Das liegt doch ganz gut. Die Waffen von denen brauche ich nicht. An den Apfelbäumen fällt vielleicht noch. Viele Äpfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Äpfel. Und halt nur Holz. Und zwar kriegen wir ein Holzbündel. Da brauche ich nicht. Den Baum fäll ich auch nochmal. Ein Holzbündel. Und noch ein Lager. Da gehe ich glaube ich gleich hin. Du musst hier darüber. Geschafft. Hier einen Baum nehme ich noch mit. Zwei Holzbündel. Noch ein Baum. Und ein Holzbündel. Noch der andere von Flinderbaum. Zwei Holzbündel. Jetzt zusammen. Was ist das? Was machst du da? Na, weniger Schiff. Mach eine Pause. Hast du Hunger? Kannst du gerne was kochen? Ich habe schon was gekocht. Was hast du da? Das ist aber der scharfe Grillteller, den ich selbst erfunden habe. Wie? Warum? Und vor allem, wie lautet das Rezept? Ja, ich verstehe. Holbar hast du also hinzugegeben. Oh. Nun gut, ich kenne deine Raffinesse an und brauche diesen Winterbaus. Cool, dann haben wir den offen erhalten. Sollte es nicht mehr so schwierig sein, durch die Berge zu kommen. Zu den anderen beiden Schreien. Ich koche noch ein bisschen. Zwei Äpfel. Zwei Pilze und ein Vogel. Fleischspieß mit Pilzen. Stell 7 Herzen wieder her. Dann nochmal. Ein Apfel, ein Pilz. Noch einen zweiten Pilz dazu. Und ich glaube, ich nehme noch einen Rüstungskarpfen. So, Fisch. Dann guck ich das mal. Verliebt. Abwehrfleisch wie mit Pilzen. Fällt 5 Herzen wieder her. Und ich hab Verteidigung plus für 2 Minuten 20. Dann guck mal 5 Äpfel. Daraus bekommt man. Koch Obst. Herzen wieder her. Zwei Heidelbärsche. Zwei Pilze. Und Hosen. Den Fleischspieß mit Pilzen. 2, 7 Herzen wieder her. Dann eine Chili. 2 Heidelbärsche. 2 Pilze. Ja, geht. Einen scharfen Chili-Fisch. Stellt 7 Herzen wieder her und für 4,5 Minuten Kälteresistenz. Dann. Einen Apfel. Und oder nee. Ein Schwertkäfer. Ein Schleimgelee. Und drei Bockenhauer. Kraftmedizin für 7,5 Minuten. Dann 2 Ausdauerschrecken und 3 Bockenhörner. Eine Ausdauermedizin, die ein Drittel der Ausdauer wieder herfüllt.
dann. Die Ausdauerlinge. Und ein Heiliger. Er gibt. Ausdauer Dampfpilze. Für 6 Hessen hierher und eine ganze Ausdauerleiste. Mal Gras. Was bekommt man? Wildgemüse. Stellt 10 Herzen wieder her. Schaut nicht mehr so viel, aber ich guck mal, ob sich was machen lässt. 3 Äpfel. Ein Ausdauerbarsch. Den Ausdauer Honig. Was bekommt man? Ein Ausdauerfestachsfisch. Stellt 9 Herzen wieder her und 2 Drittel Ausdauerleiste. Ich nehme nochmal einen Apfel. Und ein Apfel. Kochobst für 2 Herzen wieder auf. Wir machen die Richtung auf 10 Lager. Und mit dem Bogen abzuschießen. Erster gleich ein Headshot. Ich glaube, bleib beim Bockbogen. Das tut man so weg. Die hinten treffe ich nicht mehr. Einen ist getroffen. Erstmal 5 Pfeile mitnehmen und einen Doppel hauen. Dann nochmal anschleichen. Auch wenn die nicht genau wissen. Aber jetzt. Doppel auf. Und dann geht's. Die Kiste öffnet sich. Popfel brauche ich glaube ich nicht. Popfel Hörner und Haare mitnehmen. Und Pfeil. Jupp! Und das mal aufstehen. Da war es nicht cool. Ein Ausdauer nicht. Getroffen. Ein Ausdauer nicht. So jetzt. Die werden wir ein, zwei jagen. Da kann man auf eine Bombe hinter sich legen. Das sind die weg. Zusätzlich hole ich mir noch einen Grillwild. Aber habe mich gar nicht gesehen. Deswegen sind die jetzt auch wieder weg. Heißt, ich kann mir den Honig mitnehmen. Die Ausdauerlinge. Natur sind. Ach, 5 Bombenpfeile. Pfeile. Gibt's hier oben noch was vielleicht? Nee. Den kann ich. Ich zerstöre noch kurz die Kisten. Ja. Bomben. Ein Apfel. Ein Holzwein. Ein Apfel. Nächste Kiste. Nikos. Tutsa. Ein Holzteil. Oben brauche ich jetzt nicht. Nächste Kiste. Holzteil, Holzteil. 3 Äpfel. Noch ein Holzteil. Ein Bockbogen. Da ist noch ein Pilz. Ein Sportling. Als Kochzutat würde die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Hinten ist noch einer. Lass mal wieder ausholen. Und vorbei. Das
Gehe ich noch zu der Truhe hinten. Truhe werde ich noch öffnen. In der Truhe finden wir ein Wurfspeer. Ich glaube den. Packen wir wirklich mal aus. Gegen den Bockball. Dann mach's gut, bis zum nächsten Part von Legend of Zelda Breath of the Wild.